Hey Leute und Waldmetall mal wieder zu Call of the Wild. Ich glaube, es wird ein bisschen hallen wahrscheinlich im Hintergrund, da wir, oder da ich die erste Folge aufnehme nach meinem Umzug und wir jetzt gerade noch ein bisschen in einem leeren Raum stehen, nicht so wie in meinem alten Büro, was da mitten im Wohnzimmer stand. Trotzdem hoffe ich, dass wir eine gute Aufnahme hinkriegen werden, hier wieder in Yukon Valley. Wir haben gerade eben ein paar Grauwölfe gesehen im Vorbeilaufen. Die meckern auch schon wieder. Und ich habe eben, glaube ich, gerade eben hier im Alpha-Männchen einen guten Schuss hinterhergegeben. Und hoffe, dass der Schuss reicht, um ihn zu legen. Das war ein Level 6 Wolf auf sehr schwer. Blutungsgrad ist noch gering oder sehr niedrig. Der Schuss war auch nicht tödlich. Ich würde mir eher so auf Magen-Darm-Bereich tippen. Ja, der ist ja noch fleißig am Rumwarnen. Mal schauen, wie es wird. So, ansonsten, danke für alle Leute, die noch dabei geblieben sind. Es gab jetzt eine längere Pause. Gesundheitlich bedingt und eben auch wegen dem Umzug. Deswegen nochmal Entschuldigung dafür. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit gefunden, Aufnahmen noch zwischen reinzuschieben, zwischen all dem Hin- und Her-Packereien. Und eben auch Sanierungen, die wir durchführen mussten. Wir haben uns jetzt ein Haus gekauft, wie ich schon manchmal erwähnt habe. Und da war halt doch ein bisschen mal noch was zu machen. Aber ich glaube, wir haben schon echt viel geschafft und wir haben es auch gut geschafft. Von daher bin ich echt zufrieden mit dem Ergebnis. Ein paar Sachen sind noch zu machen. Aber auch das kriegen wir noch locker hin. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich. So. Ich habe jetzt keine Blutspuren mehr gesehen. Das ist ein bisschen blöd. Da ist noch was, okay. Noch zwischen 25 und 50%. Das heißt, er müsste sich ja bald schlafen legen. Da müssten wir ihn ja eigentlich bald haben. Auch nochmal sehr gut, männlicher Elch. Eigentlich wollte ich halt wieder ein paar Bisons mir schnappen. Vielleicht schaffen wir heute ein bisschen mehr. So. Was sagt die Spur? Auch nochmal das gleiche, okay. So, der Elch hat mich jetzt ein bisschen angefuchst. Ich stinke zwar richtig schön in seine Richtung, aber trotzdem kann man sich ja mal einen Blick drauf riskieren. Was wir denn hier für einen schönen Burschen vor uns haben. Ah, okay, oder auch nicht. Da rennt er schon. Aber er rennt nicht zu weit. Nee. Ja, schade, okay. Na gut. Holen wir uns halt diesen Wolf. Mit der Wertung von dem Wolf bin ich nur ein bisschen unsicher, worauf ich hoffen kann und worauf, was ich zu erwarten habe. Ich würde mal eher wahrscheinlich von einem Silber ausgehen, weil der Schuss jetzt nicht so prägnant war. Die Stufe könnte es noch vielleicht noch ein bisschen retten, aber ich glaube nicht, dass wir Richtung Gold oder gar Diamond kommen. Das glaube ich eher eine weniger. Aber wer weiß. Vielleicht werde ich auch noch überrascht. So, 0 zwischen 25. Das müsste eigentlich gleich fertig sein. Ne? Na, siehst du, der ist er ja schon. Er kam halt noch sehr weit, ne? Das heißt, es wird die Wertung schon stark mindern. Sage ich jetzt mal.
Grauwolf, Silber sogar. Na, ja, wie ich mir dachte, Muskeldarm. Aber trotzdem noch im Vorbeirennen, noch relativ gut erwischt. Guter Schuss. Alles klar. Packen wir ein. So, dann wollte ich eigentlich zurückgehen zum Fluss und wird man dann wieder abgelenkt von den Tieren. Deswegen stratzen wir jetzt mal in diese Richtung. Weil hier ist der Druck noch nicht so groß und ich hoffe dann, dass ich hier auf diese Herde in diesem Bereich dann zielen kann. Hoffen wir mal aufs Beste. So, ich stelle mir gerade nochmal nebenbei einen Timer, da ich so ganz leicht ein Zeitgefühl noch habe, da ich noch so ungefähr 15 Minuten aufnehme, dann müssten wir ja ungefähr bei einer halben Stunde rauskommen. Und das ist also meistens mein Ziel, eine halbe Stunde anzupeilen für die Videos. Es ist eben nicht zu kurz, dass naja, im Prinzip nur so diese Highlights drin wären, sondern auch ein bisschen was vom Spiel sieht, ne? Von dem Weg dahin, wie man eben auch diese Tiere erreicht und wie man sie findet. Und eben auch trotzdem die Highlights mit dabei hat, aber auch den Weg dahin sieht. Das ist mir halt wichtig auch, ne? Ich versuche auch bei den Shots, die ich mache, das Highlight zwar dabei zu haben, aber auch so leicht den Weg dahin mitzufilmen. Das ist mir schon wichtig, dass halt nicht nur alles bam, boom, bam, Highlight, geil ist, sondern schon, ne, auch ein bisschen seriös zu zeigen. Ich greife das nicht irgendwo her, sondern ich habe es auch wirklich aus dem Kontext mit ins Video gemacht. So. Hopp. Ah, sehr schön. Wachsames Auge hat sich wieder gelohnt. Vielleicht ist sogar die Bisonherde gerade auf dem Weg zu uns. Das wäre natürlich perfekt. Die sind nervös. Okay. Das ist wieder unser Elch. Da ist er ja. Er riecht uns auch scheinbar. Och. Du bist mir einer. Der hat aber scheinbar ein höheres Level, ne? Wenn er jetzt schon abhaut. Gut, also der Wind hat sich jetzt komplett gedreht. Das ist gut für uns. Da hat der Elch ein bisschen mehr seine Ruhe. Und wir haben sogar Chance, noch näher ranzukommen. Was für uns natürlich extrem hilfreich ist. Ich versuche gerade irgendwie eine Stelle zu finden, wo die Bäume nicht so eng beieinander sind. Und wir noch einen Blick auf diesen Elch kriegen. Ist aber gar nicht so einfach gerade. Okay. Ich sehe leider beim besten Willen nicht. Er warnt hier fröhlich vor sich hin, aber das bringt mir zwar so ein bisschen was für seine Position, aber an sich verschreckt es ihn ja auch nur. Ja, aber wo? Da war er schon wieder.
Gut, aber wer will hier lang? Das heißt, ich müsste im Prinzip jetzt nur noch hier warten. Ich bin ja gerade nicht sichtbar. Oder sehr wenig sichtbar, eher gesagt. Ja, oder ich gehe doch zu meinem Hochsitz und warte einfach dort auf ihn. Ich glaube, wir gehen besser zum Hochsitz. Da haben wir, glaube ich, mehr Erfolgschancen. So, noch 115 Meter. Am Ufer sehe ich noch nichts von hier aus. Muss aber nichts heißen. Davon schon unser Hochsitz, den wir jetzt gebaut haben. Jetzt haben wir hier zwei Hochsitze. Einer in diese Richtung und einer in die andere. Oder auf der gegenüberliegenden Seite eher gesagt. Dass wir diesen See hier super abfarmen können. Weil ich muss schon sagen, also der hat eine super Dichte an Tieren. Natürlich am meisten halt Präriebisons, das ist klar. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Okay, so. Also die Herde ist schon da. Die haben mich so leicht gehört, haben es nicht fluchtartig die Flucht ergriffen. Die sind noch da. Das ist gut. Da sind noch mehr. Also von daher alles in Butter. Und rauf da. Kurz bis oben gucken, wo der andere Herr dahin ist. So, ja. Okay. Das wäre ein Männchen. Das ist auch ein Männchen. Von der Trophäenwertung ist der hier aber viel höher als der hier. Ja. Okay, wir stehen versuchen, einen Schuss zu setzen. Schauen wir mal kurz im Fernglas, wie die Entfernung aussieht. 180. Okay. Ich habe es auf 150 eingestellt, das nächste wäre 300. Ich bleibe am besten dabei. So. Mensch, mit Glück. So, das muss eigentlich genau die Lunge gewesen sein. Okay, der hier macht auf dicke Hose wieder. Der ist ja nicht angeschossen, ne? Oder? Doch. Der müsste angeschossen sein, weil der hat das größere Gewicht. Das passt. Er müsste auch bald droppen. Die anderen haben sich erstmal verzogen. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann gehen wir gleich mal schauen. Da liegt auch schon unser Hübscher und wir haben... Ah, okay, keinen perfekten Schuss, aber immer noch einen goldenen. Einen goldenen Präriebison. Geil. Muskel, Magen, Leber, aber immer noch perfekt. Hat genau gereicht. Es war ein Schaden für ein lebenswichtiges Organ. Von daher, super Schuss, goldener Bison.
Wir waren sogar recht nah an der Diamantwertung. 221 wäre es gewesen, 206 haben wir. Von daher super. Sehr, sehr schön. So, ich glaube, aber jetzt haben wir auch die Location völlig ausgereizt. Also ich denke mal zumindest nicht, dass noch jemand hier zurückkommen wird. Deswegen glaube ich auch, es wird gleich Zeit für einen Positionswechsel. Ich werde mich nur kurz hier zu dem Baum vorsneaken und vielleicht hier noch ein Peribisa mitnehmen, weil die mich gerade eben angeschnauft haben. Und der Wind gerade für uns günstig steht. So, mal schnell da rein. Dann schauen wir doch mal, wo die bösen Kirchen sind. Da läuft gerade noch eins. Nee, ist mir so unsicher. Ja. Sind auch zu weit weg. Okay, wir wechseln die Location, weil ihr seht, wir haben hier schon ordentlich Druck aufgebaut und das ist schon eigentlich zu viel. Also von daher, gerne mal wechseln die Location. Wir haben jetzt einen großen Weg hinter uns gelegt. Hier ist wieder alles frei für uns. Leider ist unser Zelt weg, was ich ein bisschen schade finde. Trotzdem könnten wir jetzt den Weg wieder runtergehen. Wir hatten ja immer hier runter recht viel Erfolg mit Peribisons. Oder eben auch hier mit unseren Elchen. Ich würde gerne zu den Elchen wieder zurückkehren. Ist aber nur blöd mit dem Weg. Weil wir, wie gesagt, nicht mehr unser Zelt da haben. Das ist ein bisschen nervig. Aber naja. Man könnte ja noch Neues aufstellen irgendwann. So, was sagt denn die Uhrzeit? Uhrzeit sagt 9:26 Uhr. Das ist eine gute Zeit. Ich markiere schon mal so ein bisschen die Richtung, wo wir hinwollen. Hier zu den beiden Seen. Und dann schlängeln wir uns noch ein bisschen unseren Weg. Zu den großen Elch- und Bison-Vorkommen, die wir schon am Anfang des Spiels ausgemacht haben. So, teilweise kann man schon von hier oben die Herden erkennen. Muss man aber ein bisschen Glück haben, um ehrlich zu sein. Aber noch sehe ich keine. Nee, ist doch alles ruhig. Ah, schneit schon wieder. Das heißt, hier ist auch gleich wieder alles weiß. Das finde ich auch so gut gemacht bei dieser Map, ne? Dieser Übergang zwischen diesem satten Grün und dann doch wieder gleich ins Weiße rein. Das ist schon geil gemacht. Man sieht schon hier, wie sich die Blätter weiß färben. Der Boden wird so langsam weiß. Also, die haben einfach diesen Übergang so gut dargestellt. Schaut mal hier. Das kommt alles jetzt hier rüber. Da. Das ist so gut gemacht, dass es einem fast gar nicht auffällt, wie sich das hier entwickelt. Von der Umgebung her, von dem, wie gesagt, wie ich sagte, ne, von diesem satten Grün bis in Schneeweiße. Das ist schon wirklich, wirklich gut gemacht. So. Wir können hier so mittig durchlaufen.
bisschen unsere Seen abgucken und bestimmt wird an irgendeinem See wieder mal eine Herde stehen und was trinken wollen. Das war eigentlich bis jetzt immer der Way to go. Und ich glaube, so verbleiben wir auch da drei. Ah, seht ihr? Level 3 zwar nur, aber es ist ja nichts Verkehrtes daran. Okay. So, wir schauen mal kurz die anderen Ufer ab. Sieht aber recht ruhig aus. Also nur da haben wir jetzt mal drei Bisons. Ja. Okay. So, ich versuche mich gerade zu dem Busch vorzuschleichen, dass wir ein gutes Sichtfeld haben auf die Herde. Und dann sollten wir, glaube ich, einen guten Schuss hinkriegen, weil wir doch recht nah dran sind. Ich glaube, auf 100 Meter kommen wir jetzt ran. Und wenn die nicht reichen, dann weiß ich auch nicht. So, noch ein bisschen drüber oder noch ein bisschen näher ran. Da sollten wir einen guten Blick eigentlich haben. Ich hoffe, dass da hinter dem Busch nicht noch ein Busch kommt. Das sieht doch ganz passabel aus. 100 Meter. Gehen wir noch ein bisschen ran, dann können wir auf die 75 schalten. So, das war schon mal ein guter Winkel. Was haben wir hier? Graue Fußspuren? Achso, okay. Das war ein bisschen viel Input auf einmal. So. Wir schalten auf die 75. So. Der sah doch schon mal ganz gut aus. Nochmal hier. Gut. Er müsste sich eigentlich gleich hinlegen, ne? Also wenn der Schuss gut war, dann müsste es ja eigentlich gleich vorbei sein. Nee, macht auch keine Anstalten, sich hinzulegen. Da liegt aber einer. Okay. Da hatten die zwei Männchen dabei. Gut, dann schauen wir mal, doch mal nach. Weil, wie gesagt, der Schuss, der war gut. Also, es hat sich auch gut angefühlt. Das auf jeden Fall. Da oben ist schon der Außenposten. Den, glaube ich, habt ihr gerade gesehen eigentlich. Oh ja.
Das ist ein gutes Blutbild, auf jeden Fall. Ja. Ja, der ist auch gerade hier rüber und dann einfach gleich umgefallen. Also der konnte nicht mehr viel dagegen machen. Da liegt er auch schon. Perfekt. Und Silber vielleicht noch? Silber, sehr gut. Und genau hier Lungenflügel und eben auch Leber mit erwischt. Sehr schön. Es ist halt praktisch, dass die Lunge so weit vorgeht, ne? Also man hat hier noch einen großen Bereich der Lunge, den man noch mitnehmen kann, weil im Prinzip müsste man schon hier sehr stark ansetzen. Aber die Lunge gibt dann doch ein bisschen mehr Spielraum dafür. Was sehr gut ist, finde ich. So, haben wir bei dem Weibchen noch was getroffen? Ist gerade so meine Frage. Und ich hoffe, dass unsere kleine Hermine uns die Frage beantworten wird. Nicht schon wieder. Ich finde es auch blöd, dass du ein Bluthund bist und nichts gegen Wölfe machen kannst. Du versuchst es ja wenig mal. Die anzuspringen, zu beißen und sonst irgendwas, gar nichts. Und dass man dieses Wolfsgeheul irgendwie auch nie wirklich einordnen kann, wo es herkommt, macht sie irgendwie besser. So, ich habe was gesehen, was es bei mir besser macht. So. Das müsste doch ein guter Lungenschuss werden. Sehr schön. Und. Drop, 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 komm. Yes. Hoppala. Wo waren Sie denn, Herr junge Frau? Oh. Oh, okay. War das ein direkter Hirntreffer? Ist das real? Ja, Kopfschuss, Gehirn, alles klar. Das war auch die, die wir schon angeschwächt haben. Das war halt ein mieser Schuss, aber so perfekt. Okay. Macht leider ein bisschen die Wertung kaputt wegen dem Geweih, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir durchkommen durch den Schädel. Okay. Alles klar. So, anderer Schuss war auch sehr gut. Sehen wir hier. Sehr gutes Blutbild, denn liegt er schon, also weit kam er nicht. Die Health ist schon sehr gut gedroppt. Lebensanzeige. So. Und noch ein Silber. Sehr schön. Auch von hinten wieder gut reingekommen, durch die Leber in die Lunge rein. Perfekt. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt bis zur nächsten Folge. Wenn euch das hier gefällt, gerne abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn wir in diesem Monat im März noch die 200 Abonnenten schaffen. Wir sind gerade bei 133. Von daher haben wir noch ein Stückchen vor uns. Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappen würde. Dann bis zur nächsten Folge und macht's gut. Ciao, ciao.